Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu einem kleinen, ja, Silvester-Spezial, möchte ich es mal nennen. Da duckt sich schon jemand, aber das ist chancenlos. Wir sind heute mal wirklich tatsächlich vollzählig. Alle Bekloppten sind am Start und ich glaube, ich fange mit dem Beklopptesten an hier, ne? Oder der Beklopptesten. Neben mir steht die Franja in einem wunderschönen Pink. Koja, die Leute haben ein Problem, die wissen nicht, wer du bist. Ja, stimmt, ich bin das da. Ich Die glaube, sie Franja hat mich ist gefunden. Hallöchen. Mit am Start. Der Reit ist mit am Start. Servus. Ha, komm, Freunde. Die Smiley. Ja, Die Danu, habt ihr schon gehört? nein, ich bin gar nicht da. Okay, der Alleitalk. Heyo. Hüpf mal. Yippie. Ach, das ist der Alle. Ja, die schauen alle so gleich aus. Xa ist mit am Start. Moin, moin. Und der Obili. Ich hoffe, ich habe keinen Hi. vergessen. Alle Nee. haben sich alle erwähnt gefühlt, ja? Ja? Ja, Ich glaube. ich habe nur ein Hey! Problem damit, dass du mich die Bekloppteste nennst. Ja, hallo, schau dich mal an! Rania, das war ein Lob. Das war wirklich voll ein Lob. Also. Ja, Mein vergiss erster. es. Mit Gottmut Ja. vergesst das, Leute. Ihr könnt euch abballern. Das bringt nichts. Siehst Sieht toll bei den aus. Bekloppten die Also, ihre echt, hast Ressourcen. dich Pack echt. das Ding weg, Tobi, Obi! Pack das Ding weg! Oh! Oh Nein, ich so habe einen mal. Hörsturz. Wir sind nicht ganz in vertrauter Umgebung. Jetzt ist mal irgendwo habe ich Wir mal. sind nicht ganz dicht, Was? dachte ich, du Wo? sagst das. Wir sind Das nicht war ja eh ganz klar. in vertrauter Umgebung. Wir Schweinchen in der sind. Mitte, oder? Mich beruhigt das Schweinchen. Schweine Oh mit Mann. Federn. Wir Koja, sind ich glaube, du musst dich hier durchsetzen. geteert und Ich muss mich hier gefedert. durchsetzen. Ruhe! So. Gefedert bin ich schon. Das ist Ja. ein wenig neu hier. Und zwar ist das die Valhalla-Map. Wir hatten mit dem Gedanken gespielt, den neuen Server auf der Valhalla-Map zu starten, sind allerdings mittlerweile wieder von diesem Gedanken abgekommen. Dennoch ist die eigentlich so cool, dass wir sie euch jetzt zeigen im Rahmen eines kleinen bekloppten Genau. Spezials, Und was sozusagen. man hier sieht, das ist das Ergebnis, wenn man bei Bekloppten die Möglichkeit zum Cheaten gibt. Nee, Moment, das ist ein Teil des Ergebnisses. Ja, es ist nur ein Teil. Das ist nur ein ganz kleiner Teil. Das hat man davon, wenn man allen Leuten Jeder hier kann cheaten. den Cheatcode gibt. Ja, genau. Gibt es ein Juhu. paar Flieger, die ein bisschen schneller sind. Jaha! Oh! Bisschen Aber schneller? die Map ist wirklich cool, also. Ja, und die Dumpfbacke ist übrigens der Koja. Die Dumpfbacke ist der Koja, genau. Ich hätte doch Lachs nehmen Ich sollen. Der hab. passt viel besser zu meinem Aussehen. Du hast Wegen deinen dem Vogel Rosa. verloren. Ich hab meinen Vogel verloren. Ich wollte durch die Höhle fliegen und der ist ab. So flach, es ist so schnell. Aber das ist cool hier. Das ist die Valhalla-Map. Das ist eigentlich die einzige, man kann das ja mal so erwähnen, die einzige so richtig, ja, wie soll Betreute man sagen, Welt. betreute Welt sozusagen. Das ist Betreutes Wohnen, betreutes ja. Wohnen für uns. Betreutes Inselhopping. Und, Aber die wird erst richtig vollständig fertig genau. entwickelt. Leider ist sie noch nicht ganz fertig. Ist noch nicht ganz fertig, aber ist um ein Vielfaches, man kann ja mal die Map zeigen, ist um ein Vielfaches größer als die Island Map, also die Standardkarte, die ihr alle kennt. Dürfte ungefähr um Faktor 2 bis 3 größer sein. Und ist Locker, sehr, sehr würde ich schön, sagen. ne? Und Also. ist echt wunderschön, ist so alles Ja, so ein deswegen wollten wir bisschen. es jetzt erst nehmen, weil es größer ist und. Ja, weil sie einfach auch wirklich mal was Neues zeigt und so. Es ist so, es wird einen PvP-Server geben und es wird einen PvE-Server geben. Der PvE-Server wird dann wieder The Island sein. Der PvP-Server allerdings wird Valhalla. Dazu gibt es allerdings gesondert nochmal eine Infofolge in Bälde. Und jetzt allerdings schauen wir uns die Map einfach schon mal so ein bisschen an. Die ist im Vergleich zu der anderen ein wenig nordischer, möchte ich das mal so sagen. Man fühlt sich eher wie in Norwegen oder dergleichen als wie in der Südsee. Und die Besonderheit der Map, die seht ihr hier. Das ist eine fliegende Insel mit so einer Avatar schönen, lässt grüßen. ja, mit so einer Ja, schönen genau. Höhle hier. Und ja, hier geht's ab auf der anderen Seite. Schauen, ob wir es schaffen, beisammen zu bleiben. Ich bin mal wieder vorgeprescht, ich Das bin ich weiß. auch gespannt. Wer ist denn Ja. wo? Ich bin ganz vorne wahrscheinlich. Wir hätten Koja Ach, da! anpinseln sollen. Ja, Ja. am besten hätte ich einen Mit roten so Flieger bekommen sollen. Leuchtstoffröhren. Also, wir machen uns einfach hier mal runter. Und, boah, Alter. Okay, Also, das ruckelt so Obi sehr gerade. sagte, er wollte mal eine Treppe hier hochbauen. Ja. Hat da Ja, viel und? Spaß. Bin Also, ich hätte gespannt. Spaß dran gehabt. Ja, lange. Mit ohne Schieden, sagst du? Ja. Da oben seht ihr das Geil. Gebilde sozusagen.
Und ja, ist schon cool gemacht. Ja. Richtig schön. Ja. Auf irgendeiner Seite kann man auch runterspringen, da fliegt man angeblich ins Wasser. Ja, genau, habe ich schon gemacht. Da fliegst du sehr lange vor allen Dingen. Also das ist richtig, da bist du gut am Flattern. Nicht übel. Also falls wir uns verlieren, würde ich sagen, wir treffen uns gleich wieder beim See, oder? Ja. Du meinst bei diesem kleinen Turm. Genau. Oder oben. Okay. Hier ich fürchte, ich habe euch schon verloren. Hier unten haben wir unseren Startpunkt. Wir sind hier. Da sind wir sind hier. Da haben wir in Osten 2 angefangen. Da haben wir mal ursprünglich angefangen bauen. Und deswegen stehen hier ein paar kleine Dinos. Bitte den Bronto zu beobachten. Ja, genau. Den Bronto finde ich da am besten. Das Boot hier, das muss man dazu sagen, das ist eigentlich nur Deko. Das ist standardmäßig auf der Karte, das haben wir uns nicht irgendwie ercheatet oder dergleichen. Das ja, ist aber man sieht da auch Mods, die man nehmen wollen. Man sieht was? Wie zum Beispiel die Sorting-Kiste. Also, genau, ja, die werden wir gleich zeigen, ja. Das Boot ist, kann man leider nicht nutzen. Es sieht einfach nur cool aus, aber das war es dann auch schon. Naja. Aber ist in Ordnung. Also, das ist schon ganz nett gemacht, so ein Wikinger-Boot sozusagen. Ja, und hier, wir haben einige Mods vorzuinstallieren, beziehungsweise sind sie schon installiert und funktionieren auch weitestgehend. Das hier ist die Sorting-Chest, vor der wir hier stehen. Die muss man mit Strom versehen und dann ist es so, dass die automatisch Items sortiert. Und zwar danach, was bereits in Schränken ist. Also wenn ich einen Schrank hinstelle und tue ein Holz rein, dann ist das quasi... Bitte pfeift deinen Vogel ab. Ja, ich wollte ihn die ganze Zeit unterbrechen. Wer ist das? Ja! Dann ist das die Holzkiste quasi, wenn da eins drin ist und dann schmeißt man hier Holz rein und das Holz wird automatisch hier dann reinsortiert. Jetzt schaue ich mal, hier ist natürlich alles mögliche angerümpelt drin. Haben wir keine Kiste mehr da? Achso, du kannst Moment. Der Generator, da habe ich so viel reingetan. Ich habe euch auf Verdacht gefunden, wie toll. Ja gut, da kommt der Vogel. Also hier sind jetzt 277 Holz drin, ihr könnt ja, wenn ihr wollt, die Kiste aufmachen, dann seht ihr es quasi, wenn es reinflattert. Ich schmeiß jetzt mal hier 200 Holz in die Sorting Chest und dann müsste das eigentlich da reingehen. Ja, sobald du auf Sort drückst. Kommt wahrscheinlich der Vorführeffekt jetzt. So, Sort. Ne, ist drin. Ist drin, zack. Juhu. Und so kann man dann ein ganzes Lager quasi mit so einer einzelnen Kiste verwalten. Der Koja ist eine Hexe. Ich hab, wer hat den Hexerhut auf? Wer hat den Hexerhut auf? Ja, der Reit hat einen. Hexenmeister. Ich habe sowieso einen gebraucht, also. Ich finde den cool. Der Hexer. Auf jeden Fall. Aber es geht nichts über den Indianer, also. Ja, der hat auch was. Ja. Man weiß nicht was, aber er hat was. Ist der Dodo-Rex-Skin, glaube ich, oder sowas. Du könntest bei der Schuh des Manitou mitmachen. Der Super Turkey müsste das sein. Den du haben wolltest, Koja. Ja. Mit einem Pinguin. Ein Träumchen, ist ein echtes Träumchen. Ein Träumchen, ein echtes Träumchen. Ein echtes Albträumchen. Nee, es gibt da so rote Träumchen, weißt du, was ich meine? Kenn ich jetzt nicht, ne? Also, doch, gibt's rot, blau und weiße Träumchen. Naja. Ja, und da hinten ist noch ein Mod. Anderes Thema. Oh ja. Wo ist denn jetzt mein Lachs? Das ist nicht dein Lachs, das ist mein Lachs. Ja, aber ich fliege ihn ja jetzt im Moment gerade. Ey, Dumpfbacke! Wenn du so weitermachst, hier haben wir noch. Dann nehme ich dir meinen Lachs weg. Die kommen auch noch auf unserem Server drauf, beziehungsweise sind drauf, wie ihr uns schon erkennen könnt. Das sind Rounded Walls, nennt sich das, und Stairs in einer Mod zusammengepackt. Wie gesagt, ich werde alle Mods nochmal gesondert vorstellen. Da werde ich ja, da haben wir nur herumprobiert ein bisschen. Und genau, hier haben wir nur ein bisschen rumprobiert. Die werden wir gleich nochmal in Ausführlichkeit sehen. Genau. Und da kann man dann schön mit Burgen, Türme und so weiter eigentlich ganz schön machen. Das ist das andere Mod. Was haben wir noch? Wir haben noch die, das sieht man hier nicht, das sehen wir dann später. Da haben wir den Rest sehen wir da, glaube ich nicht, den haben wir nicht gebaut. Ja, wollen wir mal zu der ominösen anderen Stelle. Ja, aber langsam, Kujas kennen nicht alle den Weg. Ja, und einige sitzen auch auf langsamen Vögeln, weil also bitte nicht sprinten. Ich habe noch Thunfisch dabei, also. Okay, dann fliegen wir mal unter der Insel durch, unter der fliegenden. Mal schauen, ob ich das blind finde. Also ohne Map aufzuschlagen, ich fürchte fast nicht, doch müsste er gehen. Also ihr seht, das ist alles sehr weitläufig hier, die ganze Karte. Man muss dazu sagen, wir sind mit Vögeln unterwegs, die haben mehr als 300% Speed. Ja. Und es ist so, dass die Ressourcen auf dieser Map auch ein bisschen weitläufiger verstreut sind. Man hat jetzt weniger
gebündelte Massen irgendwie und man muss schon ein bisschen suchen, bis man was hat. Was aber eigentlich auch ganz cool ist. Was aber halt auch auffällt, und das ist einer der entscheidenden Nachteile noch, man sieht hier keine dieser meiner heißgeliebten Pinökel, wie ich sie immer nenne. Diese keine Artefakte, keine ja. Höhlen. Also genau. Zumindest keine Artefakte, die man draus kriegen kann. Wenn ihr unter der Insel durchgeflogen seid, seht ihr quasi ganz hinten so einen weißen Berg. Da ist so ein lila Strahl, der da gerade runterkommt. Dahinter ist ein weißer Berg. Und immer genau auf den Berg zu. Auf den Berg zuhalten. Ja, also hier gibt es keine Pinökel, keine Artefakte, diese mechanischen Dinger da, diese Riesenteile. Und dort spawnt man ja die Brutmutter beispielsweise und so Sachen. Und ja, den der Wichtigste. Genau. Rock. Also. Das ist halt auch einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, Valhalla Map lassen wir dann doch sein, weil da so ein bisschen Content fehlt und wir auch nicht wissen, wie sich's verhält dann in Zukunft. Ja, und der andere Grund ist, dass wir jetzt gar nicht so viel Spieler mehr auf den Server uns überlegt haben zu nehmen, sondern das Ganze ein bisschen kleiner lassen wollen. Einfach auch aus dem Grund, dass es dann etwas einfacher zu verwalten, zu überschauen ist, dass man sich mehr um alle kümmern kann. Und es sind E2 Server, wie zum Beispiel der PvP-Server kommt ja auch noch. Boah, ist das hell, dieser Schnee, das blendet vielleicht. Übel. Ja, genau. Und dann haben wir noch so ungefähr, also sag mal, im ersten Schuss machen wir mal 10 Wildcards sozusagen, die wir noch verteilen an euch, an die Community. Und egal ob ihr jetzt bei mir auf dem Kanal gerade schaut oder bei Raid oder bei Franja oder bei Ally Talk und Danu, ist wurscht, ihr könnt euch natürlich alle bewerben und mitmachen hier. Kreativsten. Genau. Die kreativsten, ausführlichsten, nettesten, tollsten Bewerbungen. Die sich dann mit uns auch noch im TS unterhalten. Die werden wir dann auf dem TS einladen, so ist es. Und hier die Serverdaten weitergeben. Also uns geht es darum halt, schreibt uns ein paar nette Zeilen. Ihr müsst nicht euch irgendwie einschleimen und sagen, wir sind die Tollsten, sondern warum ihr unbedingt auf den Server wollt und nirgendwo anders oder irgendwas. Lasst euch was einfallen. Genau. Und das Ganze packt es dann in eine E-Mail und schreibt an arg@dano.de. Also arg.dano.at. AT, nicht AT. Ja. Im ersten Wurf DE gesagt. Das ist ganz entscheidend. Da haben wir vorhin doch drüber gewitzelt. Oh Mann! Ja, vorher blöde Witze drüber gemacht. Das war's. Punkt AT. Also arg.dano.at. Jetzt bin ich auch ganz durcheinander. Habe ich ihn fertig gemacht? Ja, total. Jetzt bin ich aber ich schreibe es auch unter das Video. Sind alle wieder angekommen? Also der Vogel ist da. Ja. Und wo bist du? Lightwalk, ja, Smiley. Ich hab Fran ja mal Geleitschutz gegeben. Cool, ja, ihr seht hier unseren kleinen Dino-Park. Wir haben uns so ein bisschen was ercheatet. Dino-Park, ja. Ja, ein bisschen was ercheatet. Nicht auch, zu übersehen, haben, bitte, dieser Alpha da hinten. Wir haben auch beim Level drauf geachtet, es nicht zu übertreiben. Also das Mammut hier hat nur Level 1,3 Millionen. So richtig? Nein. 13 Millionen. Ja. Da hat doch jemand übertrieben. Also ja, schau, die Spinne hat nur 3 Millionen. Ja, die Spinne ist zum Beispiel ganz klein. Der Alpha-Raptor, guck mal, das ist ein Mini. Ja. Der hat nur 135.000, der Arme. Ja, oh, der ist ja voll klein. Ja. Ja. Nur. Die alle haben eine ganz kleine Besonderheit. Ja, eine ganz und kleine. Und diese kleine Besonderheit ist, dass die ein wenig auf Speed gelevelt sind. Eigentlich also, alle Level, die es kriegen können. Ja, genau. Also quasi so. Das geht so ab, dieses Vieh. Das ist nicht zu steuern, ja. Und da gibt's eine Kleinigkeit. Wenn Kuya jetzt gleich weitermacht. Wo ist er? Da fliegt er. Da fliegt jetzt ist er also unser Raptor Klaus. Die heben ab und an mal ab, diese Viecher. Und das vorzugsweise beim Wasserfall. Ich werde das gerade mal versuchen zu provozieren. Wo ist er denn? Ich bin jetzt gleich fliegt gleich am Wasserfall vorbei. Okay. Ich komm gleich wieder. Ich hab geflogen. So, da bin ich. Also sobald man mit dem Raptor irgendwo rüberläuft, wo er springt, mehr oder weniger, dann hebt er ab wie Sau. Übrigens sollte man dabei versuchen, Infinite Stats anzuhaben. Kuckuck. Oh, da fliegt er. Da fliegt ein Koja. Das ist so übel. Also da haben wir so ein paar Dinos zusammengebaut. Und das Coolste ist eigentlich, wenn sich mal einer aufs Mammut schwingt. Oh oh, da zieht der Alpha Rex fliegt. Alpha Rex. Ach du Scheiße! Wo?
Aber das Mammut, das müssen wir uns ich jetzt mal bin anschauen. gleich Also, am Ende der das Welt. UFO. Oh. Ups. Ich glaub, das Wie war das mit. Oh, ich bin am Ende der Welt. Du bist quasi drüber geflogen, eigentlich übers Weiterzack. Dumbo ist ein Scheißdreck. Das ging ab. Ja, also selbst wenn man das Wasser. Jetzt versuchen wir zurückzufliegen. Yippie! Ich hab gebremst. Das ist alles. Ich flieg, glaube ich, von einem Ende der Welt zum anderen. Und unser Lieblingsschwein ist hier auch noch. Das gebe ich aber jetzt gerade mal Infinite Stats rein hier. So, dann wollen wir mal. Achso, ich hoffe, die Tiere haben die alle schon, die Infinite Stats. Nicht alle, aber die meisten. Nicht alle, also das Schwein gerade noch nicht. Also es ist auch. Yippie! Ein Tieflieger-Skorpion. Kamikaze! Oh Mann, mein Alpha-Rex fliegt ja ewig. Das Schweinchen fliegt. Und es trampelt dann immer so schön in der Luft. Ja. Ja, also, weißt du, ich meine, andere Leute schießen Raketen in die Luft, wir nehmen halt Schweine, Mammuts, ja. Skorpione. Skorpione. Ach du blödes Vieh, weg da. Mein Platz. Ich flieg zum dritten Mal an euch vorbei. Aber mal ganz ab davon, weshalb wir hier natürlich eigentlich ursprünglich gesiedelt haben, wenn das mal nicht so blenden würde hier, das ist so hell. Es ist eine super schöne Ecke hier mit den Wasserfällen. Oh ja, das Mammut. Der Bronto. Nessie! Well. Kirschblütenbäume. Oh. Ich guck mal und ich spring weiter. Alter, scheiße. Ich spring ab. Oh Mann. Ah, herrlich. Also mal schauen, ob ich euch wiederfinde. Dann doch ein bisschen geflogen. Man kann es ganz wunderbar schaffen, von einem Ende der Welt zum anderen Ende der Welt zu springen. Ups. Ich glaube, Danu hat es gemacht. Das habe ich bei mir im Video gesehen. Ja, also ich habe es tatsächlich auch geschafft, gegen das Ende der Welt zu klatschen. Wir springen jetzt immer vorher ab, damit wir entsprechend auch wieder nicht den Weg so weit laufen müssen. Den Weg zurückfinden, ja. Ja, und ein Traum ist auch die Kugel. Führe ich auch gerade mal vor. Das Schwein folgt dir noch. Jetzt, hoffe, jetzt nicht mehr. Ne, jetzt bleibst du. Münchhausen, ey. Aber echt, ja, das war auch mein erster. Ja, Gedanke. Das ist Kujas zweiter Vorname mittlerweile. Ja, Münchhausen war auch so mein erster Gedanke bei dem Tier. Also das hätte jetzt locker ans Ende der Welt geschafft. Ich bin hier jetzt oben auf dem Berg und war da noch deutlich drüber von der Höhe. Ja, also ihr seht, man kann da eine Menge Spaß haben, cheatet euch einfach riesige Tiere. Und was natürlich bei unserem PvE-Server nicht gehen wird. Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt nur hier zum Test gewesen und zum Spaß haben. Und cheatet euch riesige Tiere und levelt alles, wenn ihr eben dann noch maximale Anzahl an Erfahrungspunkten gibt, levelt alles auf Geschwindigkeit und dann ab ins Wasser mit dem. Falls jemand noch den Alpha-Rex ausprobieren will, er wäre jetzt wieder da. Ich will ihn nicht mehr probieren. Man kann übrigens in der Luft kugeln. Aha. Yippie! Hinten fliegt ein Mammut. Also da hatten wir gestern einen Spaß, ich sag's euch, wir haben Tränen gelacht, ja. Wirklich ein Traum. Naja, und dann hatte irgendeiner ein Level 3 Millionen Paracereterium gespawnt. Und das Ergebnis war dann dieser Friedhof. Ja, also. Ja, die ganzen Grabsteine. Rest in peace, I want my money back. Rest in peace, hui. Wo sind eigentlich die Grabsteine von meiner Spinus? Hinterer Reihe und vorne links. Danu Spinus, die habe ich einen am Anfang gekillt. Genau auf diese Art und Weise. Da hat man denen noch nicht Infinite Stats gegeben. Ich bin mit dem Spino durch die Spino 1 geflogen. Erlebte für Schwimmen und Stapelfliegen. Genau. Ja, aber der Spino 2 hat sogar zwei Grabsteine. Ja, Spino 2 ist auch einmal im Dienste der Wissenschaft gestorben. Ah, okay. Ja. Ganz vorne links. Ach ja, es ist. Hier sind noch zwei Grabsteine, zwei frei. Habt ihr noch was vor? Mach mal deinen Gottmord aus, dann können wir den. Ja, eigentlich braucht der arme Pachi, den ich vorhin umgebracht habe, noch einen Grabstein. Ja, sagen wir es mal so, es sind ja noch hat mehr der Namen gehabt? Als die hier der hatte keinen sind. Namen. Nee, dann gehört der zu den unbekannten Gefallenen. Genau. Ermordeten. Ja. Warst du schon im Turm drin?
Nee, den Turm werden wir uns jetzt noch anschauen, genau. Beziehungsweise unten die Steine mal, das ist ja auch ein Mod. Richtig, richtig. Ja, hier das ist Xas Werk. Da kann man richtig Wege anlegen, wenn man so will. So zumindest umrahmen sozusagen mit kleinen Steinen und Pflanzen und dergleichen. Wir haben eine Mod installiert, womit man eben Vegetation und kleine Steine, auch größere Steine, Bäume bauen kann. Das hier ist alles, die ganzen Steinchen sind alles gebaute Sachen. Genauso das Bäumchen hier, was hier am Turm dran steht, das kleine, genauso wie die größeren hier hinten oder der ganz große. Das ist alles möglich zu bauen. Damit kann man sich so einen eigenen Garten anschaffen und ein bisschen die Basis verschönern an der Stelle, wo Bringt man aber es hin leider will. nichts, wenn man das wieder abbaut mit dem Pronto oder so. Nö, dann ist es weg. Also demolished, dann kriegst du die Hälfte wieder, ist wie ein Möbelstück. Übrigens, das sind die neuen Betten, die wir auch noch nie hergezeigt haben, weil Genau, Kuya sie so, immer noch jetzt gehen wir nicht mal rein. aufgebaut Das ist hat. der Turm mit den runden Wänden, habe ich den gebaut. Und hier unten haben wir auch eine Stair, die ist wie eine Foundation und die ist nur um eine Stair verlängert im Grunde genommen. Geht also auch rund. Finde ich sehr cool. Ja. Das hier ist leider ein Bug. So. Hauspflanze. Gott, die Treppe Die muss man erstmal Hauspflanze. hochkommen. Ja, die Treppen hochzukommen ist ein bisschen schwierig. Das ist, man Ach muss so, ich weit dachte, draußen das wäre laufen. ein Bug. So. Ja, der Oder ist das Vogel, ein das ist Elchkopf? Jetzt gehen wir besser als ein hier hoch. Elchkopf. Und dann habe ich hier mal so eine kleine Turmtreppe schon mal gebaut. Das geht natürlich schöner, wenn man es zentrisch baut und so. Aber einmal so zum Testen und dann kommt man eben entsprechend auf den Turm drauf. Also, da darfst du aber Schade, nicht dass man Leute betrunken nicht sein, oder? schützen kann. Nee, man sollte nicht betrunken sein. Und ich würde sagen, wenn wir hier alle oben auf dem Turm sind, dann kann man wunderschön. Runterspringen. Kann man wunderschön runterspringen oder wunderschön ein kleines Silvesterfeuerwerk veranstalten, oder? Feuerwehr, Feuerwehr. Ja, hervorragend. Doch eine perfekte Position. Doch Ja, eine nur damit sich da absolut jeder perfekte hochquillen Position. muss, gell? Genau. Und dann Das sieht man geht's auch nochmal, ja. wie schön hier eigentlich diese Gegend ist, die wir uns hier ausgesucht haben. Also die Valhalla Map hat viele schöne Orte. Das ist so unserer Oh ja. Meinung der schönste gewesen. Aber es gibt sehr, sehr viele andere noch. Und ist sehr zu empfehlen, wer mal ein bisschen mit Mods rumspielen will, mal die Valhalla Map auszutesten. Ist wirklich schick. Da, wenn Wie du oben gesagt. bist, dann kannst du das Amt des Walten, gell? Vor allen Dingen das Wasser und so, ne? Wie Das gesagt, ist auf dem Hammer. PvP-Server haben wir die Map dann und auf dem PvE-Server haben wir die normale altbekannte. Joa, Es Xar. fehlen nur noch welche. Wir sind noch nicht oben. Oh. Ah, sehr schön. Ah, Danke. und jetzt würde ich sagen, Habe den Lichtschalter gefunden. wünschen wir euch, bevor es gleich ganz laut wird, schon mal einen wunderschönen guten Guten Rutsch in Rutsch. ein hoffentlich glückliches Guten neues Rutsch. Jahr. Wir Guten bedanken Rutsch. uns, ich denke, da spreche ich für alle, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Kommentieren, fürs Mitleiden Für und die guten Mitlachen. Tipps. vor allem für die guten Tipps, genau, die immer wieder da sind. Eine super Community hat sich hier zusammengetan und in diesem Sinne würde ich sagen, machen Feuer wir mal ein frei. bisschen den Himmel hell. Genau, jetzt haben wir es extra dunkel gemacht. Boah, das sieht cool aus. Oh, ich Oh glaube, das wird ja. gleich, ich glaube, das wird gleich böse. Aber Absturz. Das kriegen wir Boah, nicht hin. cool. Auch oh, cool. Ach, ich genieße mal das Feuerwerk, macht ihr mal. Ja, es sind die Flareguns Oh, ganz mein mit Handy, Skin super. drauf. Also das ist typisch für Silvester, da rufen dann alle an und sagen, hey, hier, frohes Genau. Neues und so. Ja, das ist doch normal. An Silvester klingeln die Handys. Da hast du aber eine gute Chance, deins wiederzufinden, oder? Nein, ich da Akku alle. Seht ihr noch was? Wow. Nur ein bisschen. Nein. Ein bisschen hell. Ja. Das ist gar nicht übertrieben. Aber es Gar schaut nicht doch gut aus. übertrieben. Na gut, das normal feuert man nicht so viel. Wir brauchen jetzt keine Munition. Ja, wir haben ein bisschen gecheatet auch hier. Komisch irgendwie. Kaum Ja. lässt man Wir die Leute wollten mal. was Es herzeigen. wird gerade hell. Ah, jetzt explodiert gerade was. Jetzt Oh, explodiert ja. gerade was. Echt? Ja, das war gerade laut. Ja, Feuerlich. das war nicht mit der Grund, warum wir die Karte nicht nehmen können. Es gibt Ah. keinen Nebel. Es gibt keinen Nebel, ja, wir Wo haben ist noch eigentlich keinen der Alkohol? gefunden. Dafür gibt's Gewitter. Oh ja. Jetzt geht's hier los, ey. Ja, ich hab mal ein paar nach unten No geschossen. Amo? Was? Dann Ja, ich gerade, hab no ein paar mit Amo. den Füßen geschossen. Hörst du mich noch? Einfach auf Handtab wechseln wurde die Nein. Gast. Ganz bescheidenes Feuerwerk, genauso bescheiden wie Ja. unsere Level bei den Dinos. Ja, wir neigen nicht zu übertreiben. Nein. Nein, überhaupt Nein, nicht. überhaupt Wir doch nicht. nicht. Alle miteinander überhaupt Überhaupt nicht. Alle ganz normal. Über was? Ich weiß nicht. Irgend so ein Hörst komisches du Wort. was? Okay, ich würde sagen, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt eine schöne Silvesterfeier. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
Und dann hoffe ich dann bei mir auch in alter Frische. Ich werde dann so langsam hoffentlich bald mal wieder an den Schreibtisch zurückkehren und vielleicht das ein oder andere Let's Play mehr aufnehmen können als zurzeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen, vor allen Dingen hier an Danu, Xa, Obi, Alei, Reiz, Smiley und Franja. Ist eine und super Truppe. Oh ja. Danke auch an dich, genau. Ist eine super Truppe, die sich hier zusammengefunden hat. Wir haben wahnsinnig Spaß die ganze Zeit und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass das alles sich in 2016 so schön fortsetzt. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.